Und weiter geht's mit Assassin's Creed Revelations. Wie angekündigt, werde ich jetzt die Seiten sammeln. Wir sind bei Nummer Uno. Nummer Uno. Uno haben wir schon. Nummer 2. Ja. Ja, 2 Seiten von 10 Memoiren. Ich gehe jetzt nach dem Lösungsbuch. Ich weiß nicht, ab welcher Sequenz, aber es gibt eine Schatzkarte. Dann werden die automatisch auf der Karte angezeigt. Ja. So. Ich mache dann ein kurzes. Immer eine kleine Cut bis zur nächsten Seite. Dann sehen wir uns gleich wieder bei der nächsten Seite. Ja, bis der zur nächsten Seite. Ich muss nur gucken. Und da sind wir bei der nächsten Seite. Ich habe meinen Satz selber unterbrochen eben. Ich muss ja immer schauen, wo die Sachen sind. Deswegen cutte ich das raus, sonst dauert das Ewigkeiten. Und ich möchte gerne die Rüstung haben. Da haben wir die dritte Seite. Ja, der Bezirk sieht gut aus. Ich glaube, da haben wir alles. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Seite wieder. Und da haben wir die nächste Seite. Falls ihr euch wundert, was bei der letzten Seite der rote Punkt auf der Karte war, das war Dutron, an dem ich vorbeigelaufen bin. Den kann man nämlich verprügeln. Aber ich hab's nicht getan. So, die nächste Seite ist da hinten. Da können wir sogar hingehen. Ohne einen Cut zu machen, wenn ich nur wüsste, wo ich jetzt hinspringen könnte. Das ist eine Schatztruhe. Meins, 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 meins. Und ich habe natürlich keine Fallschirme mehr. Da ist ein Heuhaufen. Brave Ezio. So. Von Konstantinopel verkünden, Können jetzt, müssen nämlich dass ein ins Janitscharenlager. wahrer Wo wir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge, bei der nächsten Story-Mission hinkommen. Mal runter. Noch können wir da ohne Probleme rein. Ich wiederhole. Noch. Ja, jetzt gar nicht mehr. Nee, jetzt geht's nicht. Aber ich weiß ja den Weg, wo ich hin muss. Ich hoffe, das war richtig gedacht von mir. Ezio. So, irgendwo hier auf dieser Mauer soll das sein. Och, lauf doch einfach die Leiter hoch. Nein. Böser Ezio. War die hier? Ich hoffe, dass sie hier war irgendwo. Da hinten ist er. Wusste ich doch, auf der Mauer war richtig. Und 5 von 10. Ja, da sehen wir uns gleich bei der nächsten Seite wieder, weil da muss ich ja wenig mehr laufen. Bis gleich. Und da ist die nächste Seite auf einem netten Turm. Das war Nummer 6. So, ich schaue, ob eins noch in der Nähe ist, wo wir hin können. No. In der Nähe ist keins. Auf der Hagia Sophia ist noch eins, wo wir hin können. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Wir sehen uns auf der Hagia Sophia wieder. Und weiter geht's mit der nächsten Seite auf der Hagia Sophia war die. Wie gesagt, das wusste ich noch. Und das ist schon wieder. Dann hören wir uns bei der nächsten Seite wieder. Nächste Seite auf diesem netten Gebäude im südlichen Bezirk. Da ist noch ein Animus-Fragment. Meins. 16 von 100. Wow. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Seite wieder. Das ist im Arsenal, wo ich als nächstes hingehe. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel ich habe. Es müsste Nummer 8 gewesen sein. Ey, ich habe auf Pause gedrückt. Böses Ausnahmeprogramm. Und da ist die nächste Seite im Arsenal, wie versprochen. Und Rücksprung Nummer 9 von 10. Die letzte Seite ist auf dem Galataturm. Ja. Dann sehen wir uns gleich auf dem Galataturm wieder und danach kommen keine Cuts mehr. Jep. Schön, dann haben wir alle Seiten gesammelt in 5 Minuten Aufnahme fast. Hey, du hast irgendeinen Knacks. Dann bis gleich. Ich habe die Seite gerade eingesammelt. Fuck. Ich kam nicht mehr so schnell hinterher. Er hat sie sofort eingesammelt, als ich mich oben festhielt. Weil hier oben war die letzte Seite. Dann stand hier eben Hagia Sophia freigeschaltet. Achso, das ist eine Buchmission. Wir gehen aber zur nächsten Bank erstmal, weil 17.000 mittlerweile eingezahlt sind. Deswegen geht's erstmal zur Bank.
Da ist die Bank, da oben ist der Schmied. Schön. Oh Gott. Alter. Das war geil. Das war cool. Das fand ich gerade sehr, sehr cool, diesen Abgang. Geld abheben. So, 21.000. Der Schmied ist hier oben. Guter Abgang, Ezio. Wie schnell Herr Verober plötzlich unten war. Es gibt sogar einen Erfolg. Ein Achievement, wenn man vom Turm bis in den Fluss fliegt. Rüstung. Das brauchen wir nicht, weil wir gleich uns die Superrüstung holen. So. Nein. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. 222 plus. Das ist nicht mal eine schwere Waffe. Das nehmen wir. Das sizilianische Rapier. Der hat mir sogar gefallen. Sehr gut sogar. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Aber egal. Erstmal ein neues Schwert. Nicht mal eine schwere Waffe. Cool. So, und auf zu Hagia Sophia. Die Bank könnte ich mal rausmachen, die Markierung. Für euch waren das jetzt knapp 6 Minuten. Für mich war es eine halbe Stunde. Die ich gerade durch Konstantinopel gerannt bin. Ja, aber ich denke, das kann man mir verzeihen, dass ich es rausgeschnitten habe. Ich habe ja gezeigt, wo dann immer die Seiten waren, noch. Nur nicht auf der Karte direkt. Aber ich habe gezeigt, wie ich sie eingesammelt habe. So, Heilige Sophia. Auf hin. Auf. Hui. So, Heilige Sophia ist freigeschaltet. Wo ist sie denn? Die müsste hier sein. Ja, Xbox Controller ist auch weltleer. Wir müssten noch ein bisschen halten. Da ist das hin. Laufen wir außen rum. Da hochklettern lohnt sich so nicht. Und hier rum und hier lang. Und zing. Ich glaube, ich kann hier hoch. Ich muss auch hier hoch. Ja, zumindest dahin. Und hier geht's runter, ne? Noch eins runter. Da ist es. Dann auf in die versteckte Gruft und holen wir uns die legendäre Rüstung. Ishak Pashu oder irgend sowas war das, der Name. Das weiß ich noch. Lalala. Milizen sind die schwächsten Soldaten, sie sind nur leicht gepanzert und lassen sich einfach eliminieren. Oh ja. Warum durch den Boden gekrabbelt? Das Geheimnis der Heilige Sophia. Ishak Pasha, ja. Die sterblichen Überreste des türkischen Assassinen Ishak Pasha, der für seinen Tapferkeit bekannt war, liegen in einer unterirdischen Gruft begraben, die von der Heilige Sophia umzugängeln sind. Oh Mist. Oh Mann, tut mir leid. Oh Gott. Das tut mir unendlich gerade leid. Oh. Ich musste gerade was trinken. Ich habe mich verschluckt beim Vorlesen. Oh Gott. Furchtbar. Und ich muss auch noch niesen. Boah, Entschuldigung. Und akzeptieren. Boah. Das erste Mal, dass ich mich in einer Aufnahme verschluckt habe. In 6 Minuten schaffen.
ist mein Ziel. Dann dürfte die Folge noch 15 Minuten werden. Ein bisschen mehr, aber trotzdem. Nach links. Nach links. Und springen. Und da kommt er dran. Sauber. Und rüber. Die heilige Sophia erkunden. Und hier geht's raus. Okay, da geht's lang. Und alle hopp. Das schellt aber ganz schön hier. Oh, ich wollte jetzt gerade hochspringen. Wäre beinahe in die Hose gegangen. Und hinüber. Oh, gleich kommt wieder da. Oh, ein Weg, falls ich falle. Nein, er sagt's nicht. Hier geht's lang. Und da geht's hoch. Und dann geht's nach rechts. Nach rechts, habe ich gesagt. Danke. Und hopp. Wo geht's jetzt hin? Nach da drüben. Ich schätze mal, hier geht's hoch. Ne, hier geht's nicht hoch. Ah, da geht's rüber. Gut. Jetzt runterfallen wäre tödlich. Weil man dann das ganze Level dann nach vorne machen kann. So gesehen. So, jetzt geht's hier rüber. Und hoch und hoch und höher. Und hier lang. Und höher. Und nach links. Ich finde gut, dass meine Aufnahmeprogramm eine Pause... Oh Gott, was war das denn gerade? Eine Pause-Funktion hat der Aufnahme. Brauche ich nämlich nicht cutten, sondern ich kann einfach auf Pause drücken. Dann habe ich die Aufnahme nämlich unterbrochen. War sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, er vergeigt's. Hilfe. Und nach rechts. Da geht's hoch. Und alle hopp. Schaffe ich das? Ja, ich würde jetzt sagen, und fail. Da ist eine Druckplatte. Boah, ist mir unangenehm, dass ich jetzt einen Hustanfall bekommen habe in der Folge, weil ich mich verschluckt habe. Ich habe nur gemerkt, wie weiter ich vorgelesen habe, auf einmal wie trockener wurde der Hals. Und dann ging das Husten los beim letzten Wort. Ich entschuldige mich nochmals dafür, aber ist ja menschlich. Kann man ja leider nicht abschalten. Ich werde es vielleicht auch rausschneiden, damit diese Entschuldigung, vielleicht macht dann diese Entschuldigung überhaupt gar keinen Sinn. Ist die Zeit stehen geblieben? Wie schnell war ich denn? 1,48. Wow. Ich habe 4 Minuten gebraucht. Who is the best? I'm. Nein. Ich will mich nicht als Beste bezeichnen. Einfach Glück, wenn man den Weg kennt. Ich habe das Lösungsbuch nicht mehr offen vor mir liegen. Das habe ich zugemacht, nachdem ich wusste, wo die letzte Seite ist. So. Und öffnen wir das Grab. Ach, so schöne Erinnerungen aus Assassin's Creed 2, dieses Grab.
So schön die Erinnerung. So. Ishak Pascha, das ist die Rüstung der verstorbenen osmanischen Wesirs. Ishak Pascha, Angehörige der Sipasi und der Assassin, in die metallversteckte Rüstung ist. Irgendwas. So, jetzt haben wir die Babu-Rüstung. Es gibt noch eine Babu-Rüstung. Wenn man alle Meister-Assassinen-Missionen macht, heißt das, wenn man jede Feste einen Assassinen zuordnet und dann die ganze Mission macht. Aber das werde ich nicht machen. Punkt. Weil ich da keine Lust drauf habe. Punkt. Das Punkt, das hört sich mal so ernst dann an. In der nächsten Folge holen wir uns dann wieder den Masyaf-Schlüssel. Oh ja. Das machen wir. Und dann machen wir dann die Mission, die ich ja letzte Folge unabsichtlich begonnen habe, obwohl ich das nicht wollte. Ja. Schön. Genauso. Und die Folge ist normales Limit. Ein, zwei Minütchen länger als sonst, aber optimal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, diese Folge. Wie man die Rüstung zusammensammelt. Ich habe mir noch nie gezeigt, genau wo was ist, aber ich habe gezeigt, wie ich sie eingesammelt habe. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.